Herzliche Willkommen, meine Damen und Herren. Nicht Kopfweste 2, wie es da oben steht. Ich komme gerade von der Arbeit und habe das nicht vorbereitet. Es geht weiter mit GTA 5. GTA 5. Wenn ihr fragt, was hast du denn da für ein luppiges Hemd an? Das ist mein Arbeitshemd. Das sieht schick aus, mein Polohemd, wenn ich das so in die Jeans gesteckt habe und dann da mit meinem Schrubber durch die Gegend latsche, Leute. Das sieht aus, so traumhaft. So, GTA 5, ein paar Tage nicht gespielt, Dying Light gedaddelt und gebumst. Aber jetzt, mal gucken, gibt bestimmt einen Patch. Oh nein, gibt keinen Patch. Ich teste übrigens gerade eine neue Aufnahme. Dings, warte mal, ich muss das mal hier. Die hier hinzufügen, ein bisschen kleiner machen und das. Oh, hey. Hier ist, glaube ich, okay. Dann kann man noch das Fahndungslevel sehen. Okay. Ja, ich habe jetzt mal umgestellt. Das hätte ich viel früher schon machen können. Ist mir aufgefallen, ich habe ja eine interne PCI Express Capture Card drin. Die Live Gamer HD von Avermedia. Wir fangen erstmal an. Und mittlerweile habe ich sogar drei Möglichkeiten zu rendern. Ja, ich kann euch das gleich mal kurz zeigen, eventuell. Oder kann ich euch das zeigen? Ja, hier könnt ihr das eventuell sehen. Ja, hier lokale Aufnahme läuft. Schade, sie können während der Aufnahme keine Einstellungen bearbeiten. Dann müsst ihr das quasi mit einem anderen Programm aufnehmen und euch das hier zeigen. Auf jeden Fall. Warte mal, oder nee, vielleicht kann ich das hier ein. Ja, hier ist es nämlich das gleiche. Oder? Läuft es noch weiter? Ja, es scheint zu laufen. Ich kann ja hier quasi live streamen, ja, hier auf Twitch oder hier die lokale Aufnahme. Und man kann halt auswählen, wer das Ganze rendern soll, das Bild, was ihr seht. Ja. Hier X264, das ist die CPU, der Prozessor. Dann wird der Prozessor zusätzlich belastet zum Spiel. Dann habe ich ja hier die interne Avermedia-Karte, die aber beim Streaming nicht so gut funktioniert. Deswegen nehme ich das hier beim Stream mittlerweile, das NVENC H264. Das macht die Grafikkarte. Ja. Dann läuft der Stream, beziehungsweise das Rendering des Streams läuft dann über die Grafikkarte und nicht über den Prozessor, wie hier. Und das Avermedia-Dings-Bums würde theoretisch auch gehen, aber irgendwie funktioniert dann der Source-Stream nicht mehr, was total unlogisch ist. Alle Stream-Qualitäten wie Low, Medium, High, Mobile und so gehen, außer Source. Was totaler Quatsch ist, weil alle anderen Qualitäten wie eben Mobile, Low, Medium, High werden vom Source-Signal runterkodiert. Das macht aber dann Twitch bei sich auf ihren Servern. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum das nicht geht. Schade eigentlich. Deswegen nehme ich für Streaming nehme ich jetzt das. Und beim